Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 5. Ich habe eben offscreen nochmal nach ein bisschen mehr Holz gehackt, ein bisschen Steine gekloppt und habe eventuell auch mir nochmal Kochbrot gekauft. Guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Stimmt. Falls ihr das vorfällt, erstattet mir augenblicklich Bericht. Und ich war nochmal kurz Brot kaufen. Ja, habe ein bisschen was geholt. Okay, beim Ding, da kriegen wir nichts. Kochbrot eventuell. Manju. Und Erdbeermilch. Und eine Flunder Sashimi und Tomatensaft. Das hat sich gelohnt. Mayonnaise. Lecker. Mehr nicht. Werkzeugbrot kann man nichts herstellen. Ja, das haben wir viel zu wenig gelevelt, ne? Gut, wir sollen ja auch alle auf Stufe 5 leveln. Müssen alle beschenken. Mit allen reden jeden Tag. Ne? Dann aber wird nie weniger, ja. Heute hast du Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ey. Hab ich. Warte, was wollte sie? Ach, sie will nur wieder eine weitere Aufgabe. Ja, wir müssen alle auf Stufe 5 bringen, die ganzen Leute. Das ist eine harte Arbeit. Ich überlege, muss mir da nochmal ein Gericht oder irgendwas überlegen, was man schnell zubereiten kann, dass man halt auch immer parat haben kann, was die Leute alle mögen. Es regnet heute. Ist mir egal, ne? Ob es heute regnet. Weil Sense muss trotzdem sein. So, Mais. Grüne Paprika. Und was ist das? Kartoffel. Gut. Warte mal, da hinten ist auch ein Baum oder so. Habe ich den nicht gegossen gehabt? Nee, jetzt zu spät. So, warte mal, ausrüsten. Ja. Mais auch. Und die Kartoffel. Ausrüsten. So. Ja, wir müssen jetzt trotzdem alles gießen. Die Kontrolle. Kontrolle. Erstmal zum Windstra. Genau. Ich überlege mir, ob wir die Leute hier einfach die Süßkartoffeln beschenken. Weil davon kriegt man immer richtig viel. Man kann da gut auf Vorrat machen. Wenn ihr versteht. Und man kann daraus leicht was kochen. Denke ich zumindest. Oh, Paprika ist auch fertig. Den nimmst du? Gut. Und Feuerdrache. Das wird ja alles verkauft von Feuerdrachen. Was wir da ernten. Also ich denke mal, dass wir vielleicht dieses, wie sagt man, das Geschenk hier über Rune Factory 4, bei irgendeinem Teil waren es Kekse. Nee, das war bei Doraemon. Ja, haben wir Kekse immer verschenkt. Tierkekse. Hier gibt es ja keine Tierkekse. So. Alles schön weg hier machen. Wir müssen auch ein Monster fangen. Vielleicht hatte ich welches. Gut. Dann gehen wir erstmal gucken, ob wir beim Baum irgendwas machen können. Oder warte mal. Ja. Nee. Floras Waldland. Schade, dass man hier aus die Karte nicht öffnen kann. Also die komplette normale Karte. Oder man kann es und ich überhaupt bis jetzt übersehen. Also. Wenn ihr genaueres wisst, dann sagt Bescheid. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Gut, dann hoffen wir mal, dass wir da jetzt ein schönes Bäumchen rausbekommen. Am besten mit O, fängt es mit O an. Also kein O-Horn oder O-Irke. Sondern einfach ganz normal einen Orangenbaum. Das wäre nice, wenn wir da einen Orangenbaumsaat bekommen. Und wir bekommen nochmal Blinksaat. Muss das so? Bin ich ja absolut gar kein Fan von. Ja gut, dann pflanzen wir es unten hier auch an. Ja. Wir haben schon drei Bäume jetzt mit Blinksaat. Drei Saat, drei Dinger. Wobei, ich kann auch einmal einen verkaufen, oder? Einen in die Verkaufsbox packen. Ist das teuer? Kriegen wir dafür viel Geld? Lohnt es sich das? Hineinsehen! Zu verkaufen, wie viel kriegen wir dafür? 300 Gold, nicht versendet, aber... Ja, nee, komm. Benutzen wir lieber als Anpflanzdinger. Egal, haben wir... Blinkbaum, Blinkbaum. Ist das klein, das so riesig? Okay, das verstehe ich jetzt nicht, aber von mir aus. Ach halt, da ist wieder so ein verstecktes Rübensaat. Ich wollte es eigentlich wegschmeißen gerade, aber egal. So, da ist jetzt nur, bringen alle Freunde auf Stufe 5. Das ist ein bisschen viel, ne? Wenn man bedenkt, wir haben noch nicht alle auf 5. 4, 4, 3, 2, 2. Gut, viel, wir haben viele schon auf Stufe 4. Aber auf Stufe 5 noch nicht. Also das, da wird noch über eine harte Arbeit sein, das noch alles zu machen. Aber ich denke mal, wenn wir das hier als Süßkartoffeln als Geschenk benutzen, dann, weiß ich nicht. Ich meine, es ist ja nicht schlecht, oder? Hauptsache, wir kriegen irgendwas. Die werden ja wohl nicht kotzen oder so. Oh, das sage ich nicht, nein. Oh, ein selbstgemachtes Geschenk. Da muss ich besonders gut drauf aufpassen. Richtig. Oh, guck mal, da geht das nächste Event ab. Da gehen wir da mal schnell hin. Aber hurtig, hurtig. Metallschrott. Nice. Ist das da unten drin in ihrer Ruine? Scheint so, ne? Da ist irgendwas Unsichtbares. So, wo? Ein Erholungstrank. Na gut. Hallo. Ach ja, oben, ne? Was wir auch mal können, wir haben jetzt so viel Geld, ne? Ich würde gerne neues Outfit kaufen. Machen wir gleich mal, ne? Ich weiß noch nicht, wie. Ich würde gerne halt ein Kleid angucken, wie das aussieht, bevor wir was kaufen, aber hey, komm. Warum nicht, du? Ich hoffe, es ändert sich nur die Farbe. Oh. Was ist denn? Was ist denn los, Miku? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du bist den ganzen weiten Weg hergekommen, um nach mir zu sehen? Das ist lieb von dir. Du wirkst etwas niedergeschlagen. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Wenn du es so schon so nett fragst, schenkst du mir einen Moment Gehör. Ich habe das Gefühl, dass ich allen Stadtbewohnern bloß zur Last fall. Denkst du an die Szene beim Palmo? Mach dir deswegen keine Sorgen. Überall bekomme ich zu hören, dass ich nicht normal bin, dass es mir an gesunden Menschenverstand fehlt. Und ja, du bist eben eine Prinzessin, da kann man nichts machen. Ja, da hast du wohl recht. Ich verstehe es, ja, aber ich kannte bisher nur eben das Leben im Palast. Ich habe bisher nur kalte Sachen gegessen, weil ich immer erst warten musste, bis es gründlich auf Gift untersucht worden war. Gift? Ja, bevor ich essen durfte, musste einer meiner Diener sicherstellen, dass mir niemand etwas ins Essen gemischt hat. Und alltägliche Gegenstände sind mir unbekannt, weil ich kein Mitspracherecht bei der Einrichtung unseres Haushalts hatte. Außerdem war der Großteil unseres Besitzes von nationaler Bedeutung, also konnte ich nicht damit frei umgehen. Wow. Deswegen war ich so fasziniert von diesen Gegenständen, von der Möglichkeit, sie zu berühren und zu untersuchen. Das wusste ich nicht, Beatrice. Doch, jetzt fürchte ich mich, sobald ich am Fuß vor die Tür setze. Ich fürchte mich davor, von meinem eigenen Volk verachtet zu werden. Darüber musst du dir keine Sorgen machen, Beatrice. Im Beregbars hat dich jeder gern. Du auch, Miku? Natürlich. Du verfolgst irgendein Ziel richtig und deswegen bist du in dieser Stadt gekommen. Ja, das stimmt. Ich bin auf einer wichtigen Mission hier. Und ich muss sie unbedingt erfüllen. Nicht nur um meiner Geschwister willen, sondern für ganz Norad. Das muss mit diesen heiklen Staatsangelegenheiten zusammenhängen, die Reinhard bei ihrer Ankunft erwähnt hat. Ich kenne deine Mission und ich werde nicht danach fragen, aber ich werde dich auf dem Weg unterstützen, so gut ich kann.
Ich danke dir. Unzählige Leben hängt davon ab, dass ich meinen Mut finde. Bist du sicher, dass du mir beistehen willst? Ja, das bin ich. Dann nehme ich dein Angebot und Freude im Herzen an. Ich bin dir zutiefst Dank verpflichtet, Miku. Oh, kein Ding. Habe ich gern gemacht. Glaube ich. Gut, keine Fragen stellen. Also, jetzt schon wieder da geht. Oh, nein. Oh Gott, wieso gehen die. Wieso sind die Events halt so alle so da nah dran? Ich meine, hey, ja, cool. Was machen wir als nächstes? Ich habe eigentlich was anderes vorgehabt gerade. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann nervt sie. Dann nervt sie. Ey, wir hatten mit Lukas noch nichts. Ich will wissen, was über ihm aussieht, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie ist er für mich bis jetzt am uninteressantesten. Ich meine, sie auch. Rokumo hat mir auch noch nichts am Laufen, du. Aber mit ihm hatten wir, mit den beiden hatten wir vor kurzem. Also Murakumo wäre halt eine Option. Und danach Lukas. Und Cecile, ne? Auch, natürlich. Aber mit Cecile müssen wir wahrscheinlich später in die Dings hier rein. Gut, dann holen wir uns ein Date mit Murakumo ab, oder? Komm. Ein Event. Murakumo, ist er da oben auf dem Berg oder so? Ja. Au, was? Was zur... Oh, hallo Miku. Was ist denn? Das sollte ich eigentlich dich fragen, du hast plötzlich losgeheult. Aber ich erschreck, was? Ich dachte, ich versuche mal wieder selbst so richtig einzureizen. Wofür? Steht man wieder ein besonderes Ereignis an? Ja, aber... Hör mal, ich will mein Gasthaus zum Besten auf den ganzen Kontinent machen. Den Traum werde ich niemals aufgeben. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, in einer Sackgasse gelandet zu sein. Also wollte ich mich wieder aufputschen. Das Beste auf dem ganzen Kontinent? Ganz schön anspruchsvoller Traum. Jahaha, findest du? Meine Eltern haben mir früher mal ein Gasthaus anvertraut, aber ich habe das Geschäft in den Sand gesetzt. Kein Wunder. Ich werde nicht nochmal versagen. Ich werde mit Zähnen und Klauen kämpfen, um meinen Traum wahr werden zu lassen. Ich helfe dir, Murakumo, du schaffst das. Danke, Miku. Gern geschehen. Was, wie, wo, wie, ha? Hab gesehen? Was machst du, Priscilla? Tagträumen? Wolken beobachten? Eigentlich warte ich auf einen Brief. Wie, vom Himmel? Etwa per Brieftaube? Nein, per Ballon. Per Ballon? Ach, ich glaube ja nicht wirklich, dass mir ein Ballon einen Brief bringen wird. Ich warte nur schon seit meiner Kindheit darauf. Ist es irgendwie zur Gewohnheit geworden. Du wartest schon so lange auf einen Brief? Ja. Erinnerst du dich daran, dass ich als Kind einmal allein unterwegs war und richtig schlimm verletzt wurde? Nun, jemand hat mich bewusst am Boden gefunden und mich den ganzen Weg nach Hause getragen. Das wurde mir zumindest erzählt. Aber als ich zu mir gekommen bin, war mein Retter schon verschwunden und ich hatte gar keine Gelegenheit, mich zu bedanken. Ich habe alle nach seiner Identität gefragt und niemand konnte mir etwas sagen. Ich wollte mich unbedingt bedanken, also habe ich einen kleinen Brief an deinen Ballon befestigt und ihn davon fliegen lassen. Super. Verstehe, und jetzt wartest du auf eine Antwort. Ja, aber ich weiß natürlich, dass ich wahrscheinlich nie eine bekommen werde. Deswegen muss ich mutig genug werden, um allein zu verreisen. Dann kann ich meinen Retter finden und ihm persönlich danken. Dann übst du wohl besser fleißig, allein herauszugehen, oder? Ja, mit kleinen Schritten ans Ziel. Gut. Das sind Mini-Events, oder was? Jo, scheint so, ne? Da gehen die Events wahrscheinlich lange. Dann gehen wir mal zu ihr. Sie ist bestimmt voll crazy jetzt. Ich will wissen. Da bin ich am neugierigsten, du. Wenn das so Mini-Events sind, dann kann man die ja mitnehmen. Bei diesem wunderschönen Wetter. Es stimmt nicht. Was ist denn los? Erzähl mir. Da kommt der Typ mit der Schleife im Haar. Hallo, was machst du da? Ich wollte eigentlich mal Kleidung kaufen, ne? Nur ein bisschen Wahrsagen, ob ein wundervolles Leben hier in Rikbas weitergeht. Ich bin immerhin ein Zuckerbus. Wir werden meistens recht schnell vom wütenden Pöbel aus der Stadt vertrieben. Das werde ich nicht zulassen, Ludmilla. Keine Sorge, die Leute hier scheinen dieser Typ für Fackel und Missgabeln zu sein. Ach egal, genug von mir. Sag Bescheid, wenn du mal in der Stimmung für eine Sitzung bist. Bedenke nur, dass meine Vorhersagen in der Hälfte aller Fälle komplett falsch sind. Aber immer noch beeindruckt, dass sich die andere Hälfte erfüllt. Nee, ich habe immer noch viel zu lernen. Weißt du, meine Ur-Ur-Großmutter war so gut, dass sich ihre Vorhersagen jedes Mal erfüllt haben.
Wobei, wenn sie daneben lag, hat sie die Wahrheit immer so verdreht, dass es so aussah, hätte sie schon die ganze Zeit recht gehabt. Das ist halt so typisch horoskopmäßig, ne? Es trifft auf jeden zu. So kann man es wohl auch machen. Aber wenn ich jemals eine deiner Vorhersagen versaue, kannst du stattdessen gern mich verdrehen. Wie ein Brezel. Die Leute. Lieber nicht. Übrigens, was hat deine letzte Vorhersage denn hergeben? Wir sind wohl neugierig. Wir sind wohl neugierig, hm? Das ist ein Geheimnis. Dann lässt du mich einfach mitten im Regen am Strand stehen. Gut, wir kaufen uns mal neue Klamotten. Das will ich auf jeden Fall machen. Ich meine, der Laden hat schon offen. Können wir auch mal tun. Wir haben so viel Geld, da muss auch auf den Kopf gehauen werden, oder? Ach, Unkraut. So, da sind wir auch gleich da. Oder liegt das an meinem Geburtstag, dass die alle so da sind? Wo ist denn die Oma? Wobei, wir können auch mit Saufnamen reden. Hey. Danke. Und dann hat ja niemand gestohlen. Nein, ja. Ich würde gerne was kaufen. Danke, ich habe heute Geburtstag. Oma Yugi. Oh, heute ist Sonntag, ne? Zum Nähen. Guten Morgen, mein Lieber. Heute wird es wohl verregnet sein. Es mag langweilig sein. Die Welt braucht den Regen. Ach ja, stimmt ja. Heute ist dein Geburtstag. Ich war herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ich würde gerne was kaufen. Guten Morgen. Was ist trübseliger Tag das soll. Ich hoffe, dass der Regen keinen der Stadtbewohner Unheimlichkeiten bereitet. Vergiss es. Ich wollte gern. Ja, ich wollte die Leute was schenken. Bitteschön. Wonderful. Oh, hast du das jetzt gemacht, Miko? Das ist ja wundervoll. Als ob du es einschätzen kannst, ob das gut ist. Du auch? Genau. Alle an meinen Geburtstag kriegt ihr was und ich krieg nichts von euch. Ist das der Dank? Oma Yuki? Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht. So. Bitteschön. Das war doch nicht nötig. Hast du es selbst gemacht? Nein. Oder? Weiß ich nicht. Oh, ich wollte hinter den Tresen. Oder macht die jetzt auf? Wenn sie sich da hinstellt, dann hat sie jetzt auf. Wobei, heute Sonntag, ne? Die Donnerstag. Do so. Was ist denn jetzt richtig? Ist das jetzt sonnig? Nee. Sommer? Sommer. Ich würde gerne ein neues Outfit. Genau, ein neues Outfit. Welches Outfit hättest du gerne? Ich würde gerne grüner Zauber, blauer Violetta, Rüstungstier rot. Rüstungsstil schwarz, komm heute mal. 30.000? Ja, egal, nimm. Der Outfit ist bereit, mein Lieber. Du kannst dich jetzt aber einen kleinen Schrank umziehen, also probier jetzt ruhig aus. Welches Outfit hättest du gerne? Grüner Zauberer, blauer Zauberer, Violette, nee. Formell auch mal nice, oder? Lässig. Wie teuer ist lässig? Komm, nimm auch mal mit. Das ist ganz teuer. Badeanzug auch mal nice. So. Pyjama auch. Gehen wir einen Tag mal im Pyjama raus. Und das bleibt erstmal so. Genau, wenn wir schon hier sind, Rezeptbrot. Nehmen wir ein bisschen Chemiebrot mit, ja. Chemiebrot. Da Level ist so am einfachsten zu leveln. Und einmal nochmal ein Kochbrot. Für das gute Gewissen. Schon gut. Dann gehen wir nach Hause und ziehen uns mal um. Bin sehr gespannt. Das eine für 30.000 muss ja mega teuer gewesen sein. Und tschüss. Aber eventuell können die ganzen Events jetzt hier, die da angezeigt werden, einfach alle da sein, weil ich halt Geburtstag habe. Das kann natürlich sein. Ich glaube nicht dran, aber hey, das kann natürlich sein. Aber erstmal ziehen wir uns natürlich um. Umziehen. Ja, Miku soll sie umziehen. Habe ich sonst noch jemand hier? Okay, gucken wir erstmal, was wir bekommen. Das wir haben. Wir haben ein Pyjama. Ja. Super. Das sieht nicht unbedingt geil aus, aber hey. Badeanzug? Ja. Das bietet sich jetzt gerade nicht so wirklich super an. Lässige Kleidung. Ach, das ist die. Oh komm, dass ich halt 50 mal klicken muss, damit ich weitermachen kann. Lässig Gold. Das ist halt arschlangweilig und sowas habe ich erwartet. Bitte sei das für 30.000 wenigstens gut aussehend.
Rüstungsstil schwarz. Ja gut, dann sind wir jetzt der Dark Knight mit blonden Haaren und weißer Schleife. Gut, dann werden wir jetzt mit den anderen beiden da reden. Hallo. Hallo ihr zwei, worüber redet ihr denn? Aha, du kommst gerade richtig. Miko, hast du zufällig gerade irgendeine wichtige Mission? Zeke steckt sich ja bis zum Hals in unlösbaren Fällen, die immer nur noch mehr auf Fragen aufwerfen, je tiefer man vordringt, stimmt's? Nein, mir fällt zumindest gerade nichts ein. Ha, wenn du ein ungelöstes Mysterium suchst, bist du an der falschen Stelle. Rick war das Symbol idyllischen Friedens. Ach komm, bitte. Ich mache was auch immer du brauchst, heuer mich einfach an für irgendetwas. Wenn mein Leben so weitergeht, sterbe ich noch vor langer Weile. Vorsicht, was du dir wünschst. Verwechsel friedlich nicht mit langweilig, sonst forderst du das Schicksal heraus. Ah, ich weiß was. Oh, ist dir gerade ein wichtiger Auftrag eingefallen? Es ist nichts Großes, nein, aber trotzdem eine entscheidende Mission. Ich habe hier ein streng geheimes Dokument. Ich möchte, dass du es zu allen wichtigen Bewohnern der Stadt bringst. Sobald sie es gelesen haben, sollen sie es unterschreiben. Danach bringst du es zu den nächsten Bürgern. Oh, das klingt ja total wichtig. Dafür bin ich genau der Richtige. Ausgezeichnet, für eine derartige, schwierige Zielmission werde ich eine Ausnahme machen und dir eine Leibwache zu weisen. Miku? Dein Ernst? Bitte hilf Cecil bei seinem Auftrag. Er, Hauptmann. Streng geheime Dokumente, was soll das sein? Mal sehen. Hinweis zu bevorstehende Katastrophenübungen. Hauptmann, Olivia, das ist... Ja, ich weiß, dass es nur eine Anmeldebogen für eine Bürgerversammlung ist. Aber einen anderen Auftrag kann ich ihm nicht geben. Was soll ich denn machen? Außerdem sieht er ganz aufgeregt aus. Alles klar, Miko, dann immer los. Wir teilen uns am besten auf. Ich lasse alle Damen der Stadt unterschreiben und du kannst dir die Männer vornehmen. Sobald du einen Teil der Mission erfüllt hast, treffen wir uns beim Restaurant. Na gut. Na gut. Aber können wir es nicht einfach einer Person geben und sie bitten, das Dokument weiterzureichen? Ach komm schon, das sind offizielle Dokumente. Ich kann nicht riskieren, dass sie verloren gehen. Nee, kann man nicht. Na gut. Toll, das ist jetzt das Herz-Event, ne? Mit ihm. Gut, ich habe hier zufällig hier getrocknete Sardinen. Magst du das? Bitteschön. Danke. Und sie müssen wir auch hoch machen. Ich weiß gar nicht, habe ich hier schon was gegeben? Ich habe hier zufällig, Eiscreme. Oh, das gefällt mir. Versuchst du darauf hinzuweisen, dass du einen Bonus willst? Haha, ist nur Spaß, Dankeschön. Oh, ist das selbst gemacht? Ich bin beeindruckt, das sieht ja fantastisch aus. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Ich meine, hey. Gut, jetzt sind wir Ritter Rost, ne? Also nicht Ritter Rost, aber wir sind schon sehr erhaben jetzt. Gut, wir haben so viel Geld, ich habe viel Holz gemacht, das will ich nicht umsonst gemacht haben. Dementsprechend würde ich gerne einmal zu Palmo gehen und ihm darum bitten, irgendwas mit diesem Geld anzufangen. Und mit diesem Holz und mit diesen Steinen. Ja. Das habe ich vor. Meine Güte, ey. Mit denen kann man sich auch nur kaputt lachen. Oh, wirklich? Cecil? Wow. Na gut, da müssen wir durch, wa? Da müssen wir durch. Ach du Heilige. Cecil, übertreib's doch nicht. Heike, könntest du das bitte durchlesen und unten unterschreiben? Na klar, von mir aus. Also, wo soll ich unterschreiben? Das ist ganz unten, aber du hast dir doch gar nicht alles durchgelesen. Doch, doch, ich kann furchtbar schnell lesen. Hätte ich auch gesagt. Aber, naja, ich bin gerade beschäftigt. Man sieht sich. Howdy. Palmo! Ich hätte gern, neue Möbel und Renovierungen und Vergrößerungen und was auch immer du da hast. Na, vorher würdest du mir bitte deine Unterschrift hier durch da lassen. Pam, würdest du das bitte durchlesen und unterschreiben? Elegante Euphorie, welch beeindruckend simples Dokument. Ein blankes weißes Feld, minimalistisch dekoriert mit wenigen Strichen und pechschwarzer Tinte. Es beginnt routiniert und uninspirierend und endet doch kunstvoll aufrüttelt. Könntest du das bitte unterschreiben? Oh ja, stimmt. Kritzel, geritzel, tada! Und er hat eine Waschmaschine gewonnen.
Puh, dein Unterschrift ist so riesig, dass sie das ganze Kästchen sprengt. Beweg dich niemals innerhalb der Grenzen. Erweitere deinen Horizont, das ist mein Motto. Och, Moment, kann er meine Gedanken hören? Guten Tag. Heute ist dein Geburtstag, richtig korrekt. Alles Gute für dich. Danke. Ich würde gern renovieren. So, wir haben so viel Geld. Ich würde gern einmal hier das hier erweitern. Ja, auf jeden Fall. Ja, komm, hier, mach immer. Er gönnt sich gerne noch etwas länger mit Anblick dieser Meistermöbel. Noch mehr renovieren. Das auch. Solange wir es noch haben, haben wir, ne? Das auch. Ja, ja, ja. Hast du noch sonst noch was? Solange, ja, es geht ja Geld aus, ne? Punkte auch. Was ist das? Volley-Vorhänge? Nee, Mann. Fernostboden. Nee, das haben wir jetzt, fehlt uns alle wieder in allem, ne? Gut. Ja, ihr habt gern gemacht. Zeig mir deine Möbel her. Zu meinem Haus, bitte. Genau. Jetzt fehlt uns alle wieder sehr sau viel. Waffenständer kaufen. Plüschwolf kostet auch nur Geld. Wandschirm. Nee, komm. Das reicht. Hallo? Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe ja bestimmt noch irgendwas zum Verschenken, oder? Hier. Ja. Ey, wow, hast du es selbst gemacht? Wow, gute Arbeit. Vielen Dank auch. Habe ich gern gemacht. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch im Part. Deswegen gehen wir nochmal hier ein bisschen den Leuten auf den Wecker. Ich denke mal, eine gute Option, oder? Ja. Guten Tag. Lukas, würdest du dir das bitte durchlesen und dann unten unterschreiben? Oho, wie interessant. Übrigens, was beinhaltet diese Bürgerversammlung eigentlich? Jede Menge und viel mehr, auch viel mehr. Welch faszinierend vage und unverbindliche Antwort. Dann nehme ich an, das Ereignis beinhaltet faszinierende Aktivitäten. Das werde ich mir notieren. Ich muss sagen, je mehr ich darüber höre, desto faszinierter bin ich. Wie gerne würde ich weitere Einzelheiten hören, die doch du bist sicherlich beschäftigt. Ich werde mich dann damit zufrieden geben, die Rest von der Stadtbewohner zu erfragen. Alles klar, danke. Gern geschehen. Muss da auch noch rein? Ja, ich muss auch noch rein. Oh, wow. Heinz, könntest du das bitte durchlesen und dann unterschreiben? Und bitte keine schlechten Witze. Oh, natürlich, wenn du darauf bestehst, für dich mache ich doch gerne eine Ausnahme. Normalerweise gebe ich nur bei offiziellen Anlässen Autogramme. Ach, wirklich? Ich sollte vermutlich eine Widmung schreiben? Nein, das ist nicht nötig. Nein? Oh. Gib einfach und lass mich abhauen. Aber verkauf es nicht gleich, ja? Das finde ich sehr traurig. Ich verkaufe es nicht. Fascinating, is it not? Oh. Hier seid ihr. Wenn es schwül ist, muss ich die Zutaten meiner Rezepten anpassen, damit die Laibe gelingt. Das bedeutet, dass der Geschmack meines Brotes weiter wetterabhängig ist. Ein Leibbrot, ich heute morgens im Kühler aufgestellt habe, ist verschwunden. Okay, das erzählst du mir schon mal. Guten Tag. Wie nervig, kann das Wetter endlich mit den ganzen Regen aufhören? Kann es. Alles Gute zum Geburtstag, was? Der ist doch heute, oder? Ich dachte nur, dass es traurig wäre, wenn absolut niemand daran denkt. Ist okay. Ich liebe dich auch. So, das war's hiermit, ne? Gut, dann hauen wir ja ab, komm. Lass uns gehen. Gehen wir da noch rein? Ja, es wird im nächsten Part dann weitergehen, ne? Wir werden nicht an allen Orten hier reingelangen. Es kann sein, dass wir auch in Terrys Agentur reingehen müssen. Und dass wir dann auch die Story ein bisschen weitergeht. Aber da kann ich nichts daran erinnern, ne? Dass wir dann, wenn wir da halt rein müssen, geht das nicht anders. Hallo, schwer bei der Arbeit, wie? Wie ich sehe, hast du Lust auf ein kurzes Entspannungsbad? Danke, viel später. Könntest du bitte dieses Dokument durchlesen und dann unten unterschreiben? Bitteschön. Wow, was für ein Dokument. Oh, eine Bürgerversammlung. Warum lieferst du das denn höchstpersönlich aus? Wir könnten das auch einfach herumreichen. Ja, ich weiß.
Aber offenbar ist dieses Dokument so wichtig, dass der Feldhauptmann nicht das Risiko eingehen will, es zu verlieren. Na, in dem Fall bist du wohl genau der Richtige. Bitte mal unterschreiben. Danke. So, bitte, passt so. Perfekt, danke für deine Kooperation. Yo. Man sieht sich. Oh, mit ihr haben wir auch ewig nicht geredet, ne? Hallo? Ach, hallo, lange nicht gesehen. Wie ist es für dich gelaufen? Hallo, es macht dir ja keinen Spaß, bei diesem Platzring zu arbeiten, aber der Ring ist trotzdem einer der vielen Geschenke von Mutter Natur. Ich habe gehört, dass heute ein besonderer Tag für dich ist. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Besonderer Tag und an meinem Tag regnet es. Das ist so besonders. Naja, müssen wir wahrscheinlich in die Agentur. Es wird nicht angezeigt, dass wir in die Agentur müssen. Aber wir haben hier noch einiges abzugeben. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und schreibt mir gerne, wie ihr die Rüstung findet oder ob ich mal was anderes ausprobieren soll. Ich werde mir die andere Rüstung wahrscheinlich auch noch kaufen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.